dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen. Zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, schönen guten Tag und moin moin von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Willkommen zu einem neuen Video, das heißt Multireligiöser Glaube und New Age oder halt in Deutsch Multireligiöser Glaube und Neues Zeitalter. Das neue Zeitalter ist ja auch nichts anderes als eine religiöse Bewegung, hervorgekommen aus der theosophischen Gesellschaft, gegründet von Alice Bailey und Helena Petrova Blavatsky. Auf die zwei Personen gehen wir heute nicht ein, aber auf eine andere interessante Person, die damit verbunden ist, nämlich Annie Besant. Die werden wir schon besprechen in diesem Kapitel 8 des Buches Alle Wege führen nach Rom von Michael DeSemlier. Es ist heute der 24. September, also ihr werdet euch wohl fragen von, ja, so viel im Voraus macht er seine Videos, also es ist auch erst das erste Mal, weil ich eine ganze Zeit lang ein bisschen vorgearbeitet habe, um mir was Freiraum zu verschaffen für mein nächstes Projekt, was auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird und wieder, wie dieses Buch, eine Lesung in Deutsch und Englisch ist. Aber was das ist, das werdet ihr ja sehen, wenn es soweit ist. Also heute am Sabbat, den 24. September, erstmal herzlich willkommen zu Kapitel 8 von Alle Wege führen nach Rom, Multireligiöser Glaube und das neue Zeitalter. Inzwischen ist die kirchliche Herrschaft des Papstes unangefochten. Ja, das schreibt der Autor hier 1993 und das kann man ja wohl die letzten Jahre mit Papst Franziskus auch überhaupt nicht mehr abstreiten, wenn man Augen hat zum Sehen und Ohren hat zum Hören. Auf der Weltbühne haben ihm schon mehrere aufeinanderfolgende Erzbischöfe von Canterbury wie selbstverständlich ihre Ehrerbietung bezeugt. Bezeichnend war die Schlagzeile des Daily Telegraph, Zitat, eine Friedenspfeife am Gebetstag des Papstes, Ende Zitat, die sich auf den Weltgebetstag von Assisi am 27. Oktober 1986 bezog, als die kämpfenden Parteien in Nicaragua, El Salvador und anderswo ihre Waffen niederlegten. Dieses Treffen
von in Assisi vom 27. Oktober 1986 ist das erste interreligiöse Treffen, das der Papst veranstaltet hat. Inzwischen gab es noch ein paar mehr, unter anderem letztes Jahr mit Papst Franziskus, als er die Vereinigten Staaten von Amerika besucht hat, gab es auch ein interreligiöses Treffen. Was das beinhaltet, da kommen wir gleich im Buch drauf hin. An diesem Gebetstag beteiligten sich unter anderem Erzbischof Ranci, der Dalai Lama, Hindus, Sikhs, Moslems, Bahais, Shintoisten und heidnische Kultpriester. Ja, selbst Schlangenanbeter aus Togo. Obwohl die römisch-katholische Kirche offiziell nicht zu den 317 Mitgliedskirchen des Weltkirchenrats, also World Council of Churches, zählt, sind rund 25% des WCC-Personals römische Katholiken. Bin ich ja schon am Anfang dieses Buches drauf eingegangen. Der Weltkirchenrat ist eine Organisation, die alle Religionen unter einen Hut bringen muss. Nur der eine Hut, die römisch-katholische Kirche, nimmt da natürlich nicht dran teil, weil sie macht keine Kompromisse. Aber in dem Weltkirchenrat werden alle vertretenen sogenannten Denominationen, Glaubensrichtungen, ihre Kompromisse ausarbeiten und im Endeffekt unter die Fittiche Roms zurückkehren. Alle Wege führen nach Rom. Die führende Stellung Roms, sowohl in der Friedensbewegung als auch im multireligiösen Vormarsch zur Einheitsreligion, entspricht seiner zentralen Rolle im Ringen um politische Einheit. Ach ja? Die führende Stellung Roms in der Friedensbewegung als auch im multireligiösen Vormarsch zur Einheitsreligion entspricht seiner zentralen Rolle im Ringen um politische Einheit. Mittlerweile sollten auch, glaube ich, die letzten Zweifler davon überzeugt sein, dass Rom eine politische Macht ist, die sich unter dem spirituellen falschen Christentum lediglich verbirgt. Multireligiöser Glaube kann jetzt durch die vielen diesbezüglichen Bemühungen des Vatikan getrost in enger Verknüpfung mit der Kirche Roms gesehen werden. Assisi war der Ort und die Gelegenheit, die sich dem Präsidenten des Worldwide Fund for Nature, dem Herzog von Edinburgh, als sehr geeignet anbot, die 25-Jahr-Feier dieser Organisation zu inszenieren. Der Schrein des heiligen Franziskus, des sich wachsender Bedeutung erfreuenden Schutzheiligen der Tiere, spielte eine bezeichnende Rolle bei der Veranstaltung. Die beiden Ereignisse, das Treffen der religiösen Führer und die Jubiläumsfeier des WWF, fanden nacheinander statt, so dass viele Teilnehmer Gelegenheit hatten, beide zu besuchen und auch beide zu beeinflussen. In der Folge dieser bahnbrechenden Initiative zur Vereinigung der Weltreligionen hat es eine ganze Reihe von interreligiösen Feiern und Gottesdiensten in Englands großen Kathedralen gegeben, organisiert von dem New Age-Anhänger Martin Palmer und anderen. Die erste Veranstaltung dieser Art in Winchester 1987 war ein Schöpfungs- und Erntefest und führte zur Gründung des Regenbogenbundes zwischen Mensch und Natur. Regenbogenbund. Wo erinnert euch das dran, meine bibeltreuen Christen? Der Bund, den der Herr mit der Menschheit, mit der überlebenden Familie Noahs geschlossen hat, nachdem die Arche auf Grund gelaufen war und er gesagt hat, dieser Regenbogen soll ein Zeichen, ein Bund sein für euch mit mir, dass ich niemals mehr die Erde überfluten werde. Das hier ist also eine heidnische, abtrünnige Missbrauchsversion des Vertrages, den der Herr mit den Menschen geschlossen hat. Genauso wie das Erleuchten des Weißen Hauses letztes Jahr, oder war es dieses Jahr? Weiß ich gar nicht mehr. 2016, ja, war wohl dieses Jahr, ne? Als das Weiße Haus in Washington in Regenbogenfarben erleuchtet wurde, nachdem das Vereinigte Staaten, der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten gleichgeschlechtliche Heiraten erlaubt hat. Diese
ganzen Zeichen der LBGTTI, der lesbischen, schwulen und Transgender-Organisation, die haben ja auch den Regenbogen als Symbol. Warum wohl? Weil sie damit Gott lästern. Aber fahren wir fort im Buch. Weitere Konferenzen mit dieser Glauben und Umwelt verknüpfenden Zielsetzung folgten in den Kathedralen von Coventry, Birmingham, Canterbury und Salisbury. Umwelt, Glaube und Umwelt verknüpfende Zielsetzung. Ein Stichwort: Laudato Si, das letzte globale Erwärmungsenzyklikel des Papst Franziskus, 2016. Die Zusammenkunft von Canterbury im September 1989 machte es möglich, dass drei Pilgergruppen an der Stätte zusammentrafen, wo König Heinrich II. Sich dem Papst unterwarf. Von der Geschichte habe ich auch ein bisschen mehr gelernt, als ich mich mit meinem Bruder Robert Newman aus England unterhalten habe. König Heinrich II., eine sehr interessante Geschichte, sollte man mal ein wenig studieren, nur seht zu, welche Brunnen ihr nehmt, weil Wikipedia erklärt euch nicht die Wahrheit damit. Anschließend setzte die vereinigte Prozession, angeführt von dem bedeutenden Ökumeniker, dem Erzbischof von York, ihren Zug fort, um im Inneren der Kathedrale am Schrein des Thomas Becket zu beten. Thomas Becket ist ein ganz wichtiger Katholik, der damals in diese Aktion verwickelt war über König Heinrich II. So wurde auf dieser Konferenz für Christentum und Ökologie in Canterbury interreligiöser und ökumenischer Glauben als deckungsgleich gesehen und erlebt. Grüne Belange, heute politisch so bedeutsam, fanden bereits vor dem Erwachen des allgemeinen Umweltbewusstseins in den 60er Jahren die Aufmerksamkeit des Vatikans und wurden der Führungsrolle der römischen Kirche in der weltweiten Friedensbewegung eingegliedert. Das Thema des Weltfriedenstages im Jahre 1990 lautete: Friede mit Gott dem Schöpfer, Friede mit der gesamten Schöpfung. In der Vatikanischen Erklärung zur Ankündigung dieses Friedenstages hieß es, dass ökologische Probleme und moralische Verständigungskrise im Verhältnis der Menschen zur Umwelt widerspiegelten. Zu den fünf Weltreligionen, die die Erklärung von Assisi unterzeichneten, waren noch zwei weitere hinzugekommen, als sie sich 1988 den beiden Häusern des britischen Parlaments vorstellten. Wie in Assisi sprach ein Franziskaner, in diesem Fall ein Mönch, für das Christentum. Im Mai 1989 gründete der Herzog von Edinburgh im Gebäude der Vereinten Nationen in New York die Internationale Gesellschaft für geistliche Literatur, die, wie er glaubt, einen wichtigen Beitrag zum interreligiösen Dialog leisten werde. Ein Kommentar des evangelischen Berichterstatters und Autoren Dave Hunt hilft uns, ein klares Bild zu bekommen. Ja, wenn ich jemals die Gelegenheit habe, dieses schwere Werk von Dave Hunt zu lesen, 500 Seiten, Die Frau und das Tier, A Woman Rides the Beast, gibt's in Deutsch und in Englisch, dann werde ich das tun. Dave Hunt hatte ein fantastisches, monumentales Werk geschrieben, nur man muss sich darüber im Klaren sein, dass er bis zum Zeitpunkt seines Todes leider nicht das Amt des Papstes als das Amt des Antichristen erkannt hat, obwohl er ein ganzes Buch im Grunde über Offenbarung 17 geschrieben hat. Aber das Zitat von Dave Hunt, damit fahren wir eben fort. Am Anfang der Seite 101 in dem Buch, für diejenigen, die gerne mitlesen möchten. Zitat: Der jetzige Papst ist der Anführer der weltweiten Ökumene. Als solcher weicht er gänzlich von dem Bild des unbequemen Dogmatikers ab, der entschlossen ist, die Welt zum Katholizismus, als dessen Verkörperung er im Allgemeinen gesehen wird, zu bekehren. Im Gegenteil, Johannes Paul II. Hat die ersten Schritte auf die Führer der Weltreligionen zugemacht, versichert ihnen, dass sie die gleichen Ziele anstreben wie soziale Gerechtigkeit, Bewahrung der Umwelt und Weltfrieden, gibt zu verstehen, dass ihre Gebete ebenso wirksam seien wie die der Katholiken, und hat nicht versucht, einen von ihnen zu bekehren.
Es schien ihm genug als geistlicher Führer der für den Frieden vereinten Weltreligionen anerkannt zu werden. Ende Zitat. Also der Papst versichert diesen 5 anderen Religionen, dass ihre Gebete ebenso wirksam seien wie die der Katholiken. Ja, da kann man im Grunde gar nicht sagen, dass er Unrecht hat, weil sie beten alle zu demselben Gott, nur das ist nicht der Gott der Bibel. Um das mal eben ganz kurz deutlich klarzustellen. Also werden die Gebete wahrscheinlich mehr oder weniger von demselben Geist erhört, und das ist eben der satanische Geist, der Teufel. Doch gleichzeitig behauptet derselbe Papst weiterhin, die römische Kirche sei die Braut Christi, die eine wahre Kirche, einer Person hingegeben, dem Sohn des lebendigen Gottes. Was wir in diesem Abschnitt beschrieben haben, ist nicht das Verhalten einer Braut, zuchtvoll und rein. Es ist das Verhalten einer Dirne, offenbar erkennbar als die große Hure aus Offenbarung 17. Christen waren ermutigt durch die Ernennung des erklärten Evangelikalen auf den Stuhl von Canterbury. Christen waren ermutigt durch die Ernennung eines erklärten Evangelikalen auf den Stuhl von Canterbury, der bei seiner Einführung die einzigartige Stellung des christlichen Evangeliums unter den Weltreligionen zu bekräftigen schien. In einer Ansprache vor Führern anderer Religionen, die in der Kathedrale von Canterbury alle zusammengekommen waren, sagte George Carey, Zitat, »Der Glaube, den ich an Christus und seine gute Nachricht habe, ist so bedeutsam, dass ich gezwungen bin und die Notwendigkeit verspüre, ihn allen Menschen mitzuteilen. Doch ich denke, ich kann ihre Geschichte anhören und ihre Integrität wahren, auch wenn ich ihnen wie allen Menschen den Anspruch und das Angebot meines Herrn weitergeben möchte.« Ende Zitat. Naja, er predigt einen anderen Jesus als den der Bibel, muss man sich immer vor Augen halten. Doch im Amt hat George Carey eine gänzlich andere Position eingenommen. Er widersprach den 2000 Kirchenmännern, die sich mit einer Petition an ihre Majestät die Königin wandten und darin ihren Protest gegen den interreligiösen Commonwealth-Gottesdienst in der Westminster-Abtei zum Ausdruck brachten. Im September 1992 sagte er in einer Sitzung der Konferenz Europäischer Kirchen in Prag, Zitat, »Wir wagen nicht, unsere Leute in die historischen Konkurrenzkämpfe zurückfallen zu lassen. Zusammenarbeit ist das oberste Gebot.« Ende Zitat. Von konservativ-evangelischen Christen längst als wackelig angesehen, scheint der Erzbischof bereits jetzt allen alles sein zu wollen. Gewiss ist eine Befürwortung der evangelisch-katholischen Allianz in Nordirland, die den Nachweis zum Ziel hat, dass man gleichzeitig evangelisch und römisch-katholisch sein kann, eine Bestätigung genau hierfür. Das ist etwas, was Bischof Tony Palmer aus der Kirche von Kenneth Copeland 2015 auch nochmal deutlich gemacht hat. Und er sagte, wir sind wieder alle Katholiken. Das ist das, was dabei rauskommt, wenn man evangelische und römisch-katholische zusammenführt. Kompromiss. Wir sind alle katholisch, sagte Tony Palmer. Der nächste Abschnitt des Kapitels Multireligiöser Glaube und New Age handelt vom New Age, vom neuen Zeitalter. Und hier werden wir ein paar interessante Namen treffen. Das vom Vatikanum II, also das ist das Zweite Vatikanische Konzil, den 60er Jahren letzten Jahrhunderts, verabschiedete Rundschreiben Nostra Aetate enthielt folgende Aussage, Zitat, »Verschiedene Religionen haben versucht, eine Antwort auf die Suche der Menschheit nach dem letzten Sinn der Schöpfung und nach der Bedeutung des menschlichen Lebensweges zu geben. Die katholische Kirche lässt das Wahre und das Gute gelten, das in all diesen Religionen zu finden ist, und sie sieht darin einen Abglanz der Wahrheit Christi, den sie als den Weg, die Wahrheit und das Leben verkündet. Sie möchte ihr Möglichstes tun, um gemeinsam mit anderen Gläubigen konsequent auf dem aufzubauen, was gut ist in ihren Religionen und
Kulturen. Ende Zitat. Wir sprechen nur über das, was uns verbindet und nicht über das, was uns trennt. Und das ist der große Unterschied mit bibelgläubigen Christen und römischen Katholiken und anderen Glaubensrichtungen. Man kann den Glauben an den einen wahren Gott und seinen eingeborenen Sohn nicht kompromittieren. Und wenn man das tut, dann folgt man zwei Herren. Und die Bibel sagt schon, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Glaubt ihr denn, wenn wir im Königreich Christi sind, dass es da Religionsfreiheit gibt? Die allgegenwärtige New Age-Bewegung, die 1975 an die Öffentlichkeit trat, leistete ebenfalls ihren Beitrag zur Zusammenführung der Weltreligion, besonders durch die westliche Übernahme einzelner Aspekte hinduistischer Gedanken und Praktiken. Die römisch-katholische Kirche hat hierbei durch Anwendung ihrer Strategie zur ökumenischen und religiösen Zusammenarbeit kräftig mitgeholfen. Die gesamte Mai-Juni 1990er Ausgabe der Zeitschrift The Catholic World beispielsweise war dem Buddhismus gewidmet. Zu den Beiträgen in dieser Ausgabe zählte ein Artikel mit der Überschrift Buddha als christlicher Heiliger verehrt und eine inbrünstige Biografie seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Also es ist schon Blasphemie, Gotteslästerung, den sogenannten Heiligen Vater, den Papst, seine Heiligkeit zu nennen. Aber den Dalai Lama kann man ja auch so nennen. Ja? Dort heißt es, der tibetanische Buddhist hätte sich des Öfteren mit Katholikenführern getroffen, so auch mit seinem alten Freund Johannes Paul II., dem er mindestens 5-mal begegnet sei, und Paul VI., mit dem er 2 Treffen gehabt hatte. Wie Mutter Teresa und Lech Walesa ist auch der Dalai Lama Friedensnobelpreisträger. Bei seiner Einführungszeremonie als Dalai Lama wurde er folgendermaßen betitelt, Zitat, der Heilige, die gütige Herrlichkeit, mächtig im Wort, von hervorragendem Geist, von unbegrenzter Weisheit, im Besitz der Lehre, der Ozean. Ende Zitat. Nachzulesen in Chambers Encyclopedia, Band 13, Seite 621. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis interessant, dass auf der Konferenz des ersten Parlaments der Weltreligion 1892 in Chicago das Ziel von dem weithin anerkannten indischen Mystiker Swami Vivekananda folgendermaßen zusammengefasst wurde. Zitat: Eine Gesellschaft, in der sich westliche Wissenschaft, Sozialismus und öffentlich-östliche Geistlichkeit vereinigen. Ende Zitat. Das zweite Parlament der Weltreligion, fällig im Jahr 1992, also genau 100 Jahre nach dem ersten, im Tempel der Verständigung, dem Sitz der geistlichen Vereinten Nationen in Washington D.C., wird die annähernde Erfüllung von Vivekanandas Prophetie feiern können. Im Jahre 1981 sprach der Papst von der besonderen Rolle, die Rom den östlichen Religionen zumisst. Zitat: Wege müssen gefunden werden für den Dialog mit allen Religionen aller Welt, doch ganz besonders in Asien, dieser Wiege aller Kulturen und Religionen. Ende Zitat. 9 Jahre später sagte er voraus, dass innerhalb der nächsten Jahre der Kirche ein frischer Zustrom neuen Lebens aus dem Osten zukommen werde. Wie die Katholiken im kirchlichen Ritual, so richtete auch der Papst seinen Blick nach Osten. Als er auf einer Reise nach Seoul über Moskau flog, was einem Papst nach 85 Jahren erstmals gestattet ist, soll er ausgerufen haben, Lux ex Oriente, Europa wird neues Licht aus dem Osten empfangen. Von dem Lichtbringer. In Hesekiel können wir lesen, wie 25 Männer sich im Tempel Gott abgewendet, den Osten zugewendet haben und die Sonne angebetet haben.
Europa wird neues Licht aus dem Osten empfangen. Man sieht, wie alles das zusammenhängt. Ökumene, Mystik und New Age, neues Zeitalter. Die führende Theosophin Annie Besant schreibt in ihrem Buch Mysticism. Annie Besant war also Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, Theosophical Society, errichtet von Helena Petrova Blavatsky, weitergeführt von Alice Bailey, die dann auch später Lucis Trust aufrichtete, der erst Lucifer's Trust hieß. Eine heute, 2016, immer noch agierende, funktionierende Publishing Company, wie sagt man das jetzt im Deutschen, also ein Verlag, eine Verlagsfirma für Schriften aus den Vereinten Nationen. Lucis Trust. Aber Zitat aus dem Buch Mysticism. Also, ja, muss ich jetzt nicht übersetzen, ne? Der römische Katholik bewahrte sich stets ein Wissen, um den Weg und um die Methode, die höchste Erkenntnis zu erlangen. Die kann man nur erlangen, wenn man die Bibel studiert, aber das ist eine andere Sache. Er kennt einen erstaunlichen Namen für das Ziel dieses Weges. Normalerweise wird das Wort Vereinigung gebraucht, doch nimmst du irgendein Buch römisch-katholischer Theologie zur Hand, dann wirst du das erstaunliche Wort finden, an das ich denke. Sie nennen es Deifikation, die Gottwerdung des Menschen. Der Mensch wird Gott, denn nichts Geringeres ist mit dem Wort Deifikation gemeint. Und der Hindu und der Buddhist nennen es Befreiung, die Erlösung des menschlichen Geistes aus den Fesseln, die ihn gefangen hielten, von der Materie, die seine Augen verblendete. Die Bedeutung ist dieselbe, die Methode ist dieselbe, es handelt sich um dieselbe Sache. Und so sehen wir dann, dass es im Reich des Geistes keine jener Spaltungen gibt, die auf der trennenden irdischen Ebene eine Religion von einer anderen absetzen, und wir sehen, dass der Geist vereint ist, wo die Erde mannigfaltig ist. Wir sehen, dass dort, wo Glaube zur Erkenntnis wird, die Streitigkeiten verstummen und die Gewissheit der Wahrheit erkannt wird. Ende Zitat. Deifikation. Der Mensch wird Gott, denn nichts Geringeres ist mit dem Wort Deifikation gemeint. Wie sagte die Schlange im Garten Eden, wenn ihr von der Frucht des Baumes der Erkenntnis esst, werden eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott. Sieht irgendwo jemand hier Parallelen? Es gibt in der römisch-katholischen Tradition vieles, das für das New Age-Denken als Bereicherung gelten kann. Mittelalterlicher wie moderner Mystizismus, die Schriften und Aktivitäten prominenter Katholiken sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart, wie Teilhard de Chardin, Thomas Merton, Matthew Fox und Mutter Teresa. Dazu die Beiträge aus Bildungseinrichtungen wie der jesuitischen Georgetown-Universität, so zum Beispiel die Abhandlung des führenden Theoretikers der Vereinigung des Georgetown-Professors Carol Quigley. Der Mentor von Bill Clinton. Teilhard de Chardin, ebenfalls ein jesuitischer Professor, säte viel Saat für die New Age-Bewegung, besonders hinsichtlich der Kontrolle des Menschen über den Evolutionsprozess. Teilhard de Chardin war Mitinitiator der Geschichte des Piltdown-Man. Sucht das selbst. Ich habe keine Lust, hier jedem alles auf dem silbernen Tablett zu servieren. Aber der Piltdown-Man, der Anfang des 20. Jahrhunderts, so gesagt, als der fehlende Link zwischen der Evolution von Mensch zu Affe präsentiert wurde, ist inzwischen, seit, ich glaube, über 60 Jahren inzwischen, ganz deutlich als eine Fälschung ausgemacht. Und, natürlich ist es eine Fälschung, weil es gibt keine Evolution, aber Teilhard de Chardin war derjenige, der da
seine Finger ganz dick mit im Spiel hatte. Thomas Merton, das Wort Vater lasse ich jetzt hier weg, weil ich will, selbst wenn es hier geschrieben steht, probieren, diese Gotteslästerung, jemand anderen Vater zu nennen, nicht gebrauchen. Thomas Merton trat für die Verschmelzung von Zen-Buddhismus und Christentum ein. Hallo, was kennen wir denn die ganzen letzten Jahre mit dieser Zen-Politik, die überall in Europa kommt? Deinen Garten Zen machen und Zen dies und Zen-Meditation und so weiter und so weiter. Das geht alles auf New Age zurück. Thomas Merton trat für die Verschmelzung von Zen-Buddhismus und Christentum ein. Die schöpfungsorientierte Geistlichkeit des Dominikaners Matthew Fox gründet sich auf multireligiöse und heidnische Vorstellungen und vereinigt tiefe Ökumene und tiefe Ökologie im Rahmen des New Age. Auch Mutter Teresa hat einen größeren Beitrag zu der neuen Weltreligion geleistet. In der St. James Kirche in Piccadilly in London, die durch ihren Pfarrer Donald Reeves in einer wachsenden Beziehung zu dem New Age Zentrum Findhorn in Invernessshire steht, trug Mutter Teresa im Jahre 1981 erstmals öffentlich Satish Kumars hinduistisches Weltgebet für den Frieden vor, das heute weithin von ökumenischen Kirchen gesprochen wird. Mutter Teresa war Ehrengast auf interkulturellen, interreligiösen Zusammenkünften in Malta und Oxford. Die Malta-Konferenz im Jahre 1985 zum 40. Jahrestag der Vereinten Nationen, weil damals wurde 1945 dort die Vereinten Nationen beschlossen zu gründen, führte Vertreter religiöser Gruppierungen zusammen, wie beispielsweise des Schamanismus, des Kabbalismus, des Okkultismus, der Friedensbewegung und der ökumenischen Bewegung. Unter den Teilnehmern waren führende Personen der New Age-Bewegung, wie die Autorin Marilyn Ferguson und der stellvertretende Sekretär der Vereinten Nationen, General Robert Mueller, sowie auch der Dalai Lama. Letzterer ist selbst Anführer einer Religion, die einzelne Elemente des Mahayana-Buddhismus enthält, vermischt mit den mystischen Formeln der Magie und dem Okkultismus, des Tantrayana und des tibetanischen Schamanismus, der sich ebenfalls auf Magie und Zauberei gründet. Was sagt denn die Bibel über Magie, Zauberei und Okkultismus? Ich sage das deswegen, weil eben auch ökumenische Bewegungsführer hier bei waren. Also wenn ich Evangelikaler bin, der dieser ökumenischen Bewegung beigehört, dann habe ich hier automatisch zu tun mit Magie, Okkultismus und Zauberei. Lest die Bibel, da steht deutlich drin, was Gott davon hält. Ökumene und New Age. Die ökumenische Verbindung mit der New Age-Bewegung ist offensichtlich. In ihrem Buch The Findhorn Community schreibt Carol Riddle, eine Bewohnerin der Findhorn-Kommunität, Soziologin und Anhängerin des indischen Yogi Sai Baba, Zitat, Sufismus, transzendentale Meditation und die gesamte christliche ökumenische Bewegung, wie sie von Thees vertreten wird, sind unsere Brüder und Schwestern im Netzwerk des Lichts. Ende Zitat. Ich muss ja nicht überall kommentieren, ne? Ihr könnt euch ja meine Gedanken denken hierbei und habt eure eigenen im Netzwerk des Lichts. Zitat. Zum Zeitalter des Wassermanns gehört die Neuentdeckung der weiblichen göttlichen Energie im Gegensatz zur patriarchalen, aggressiven männlichen Energie der letzten 2000 Jahre. Ende Zitat. So heißt es in einem der vielen positiv eingestellten Leitartikel, die jetzt in der Presse erschienen, aus dem Sunday Telegraph vom 28. April 1991. Die Zeitschrift Time berichtete im Mai 1991, Gottesdienste zur Verehrung der Mutter Erde seien Teil, Zitat, einer wachsenden spirituellen Bewegung in den Vereinigten Staaten.
Göttinnen werden angebetet und man ist bemüht, geistliche Ausdrucksformen zu entwickeln, die sich auf das weibliche Element konzentrieren. Anhänger behaupten, dass in den USA mehr als 100.000 Frauen hinter der Bewegung stehen. Obwohl häufig antike Göttinnen wie Isis und Astarte angerufen werden, geschieht der Gottesdienst vornehmlich im Namen einer vagen allgemeinen Göttin, die oft als Mutter Erde oder Gaia dargestellt und mit Umweltbewusstsein in Verbindung gebracht wird. Ende Zitat. Also, Gaia-Bewegung ist eben die Bewegung, die die Schöpfung vor den Schöpfer stellt. Aus dem Time Magazine von 1991, der letzte Satz natürlich nicht, den habe ich zugefügt. Dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen, zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. John Jimenez, der 1988 landesweit den Vorsitz von Washington für Jesus hatte, sagte vor dieser Zusammenkunft vor 500.000 Menschen aus 17 sogenannten christlichen Denominationen, Zitat: Wir glauben, dass es Gottes Wille ist, dass die Gerechten die Welt regieren. Und wir sehen Menschen, die sich vorbereiten, Rechtsanwälte, Ärzte, Generäle, Admiräle, Präsidenten und Senatoren zu werden. Die Gerechten werden regieren und das Volk wird sich freuen. Ende Zitat. Naja, diese ganzen genannten tollen Berufe hier, Rechtsanwälte, Ärzte, Generäle, Admiräle, Präsidenten, Senatoren, da wissen wir ja, dass das alles nur Leute sind, die das Zeichen des Kain in sich tragen. Aber gut ist böse und böse ist gut. Die umgekehrte Lehre ist die satanische Lehre. Einer der Gerechten, an die er wohl gedacht hat, war Pat Robertson, der sich in jenem Jahr um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten bewarb, also 1988. Robertson, Leiter der angesehenen Rundfunkstation Christian Broadcasting Network und Führer der religiösen Rechten in den USA, schrieb 1982 in seinem Buch »Das geheime Königreich« auf Seite 201, Zitat: »Gott sagt ganz deutlich, ich gab dem Menschen die Herrschaft über die Erde, doch er verlor sie. Jetzt brauche ich reife Söhne und Töchter, die in meinem Namen die Herrschaft über die Erde ausüben und den Satan, die Widerspenstigen und Rebellen unterwerfen.
Nehmt meine Welt von jenen zurück, die sie nur missbrauchen. Regiert so, wie ich regieren würde. Ende Zitat. Na, das klingt ja alles ganz toll, ne? Bis man sich mal ein bisschen die Mühe macht, diesen ganzen Quatsch zu analysieren, was er da im Grunde sagt. Ich gab dem Menschen die Herrschaft über die Erde, doch er verlor sie. Jetzt brauche ich reife Söhne und Töchter. Nee. Wir haben einen König, wir haben einen Hohepriester, der die sogenannten reifen Söhne und Töchter sind, die er hier gerade meint. Und das ist Jesus Christus. Und dem sein Reich ist nicht von dieser Welt, was sie uns hier immer glauben machen wollen. Hier geht es darum, man nennt es im Englischen Dominion Theology. Also da geht es darum, das Königreich Christus hier auf Erden zu errichten. Christus hat gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Erde. Wäre mein Königreich von dieser Erde, dann würden meine Diener für mich kämpfen. Ja? Also hier haben wir wieder absolut falsche Lehre. Wortverdrehungen, Kasuistik und Sophistik. Wenn man da nicht durchsteigt, dann erscheint, was dieser wunderbare Robertson hier, Pat Robertson, erzählt, tatsächlich wahr und gut. Man muss es nur gegen das Licht der Bibel halten, um zu erkennen, dass es Lüge, verdrehte Worten und Weisheiten der Menschen sind, die hier gelehrt werden. Diese Aussage eines so kraftvollen und einflussreichen Führers unter den amerikanischen Christen ist ein äußerst beunruhigendes Anzeichen dafür, wie sehr die Sprache der ökumenischen Christenheit derjenigen der New Age-Bewegung entspricht. Das Zitat könnte ebenso gut von einem New Age-Philosophen kommen, der die neue Ordnung der Herrschaft und des Friedens sucht und nach kleinen Göttern Ausschau hält, die im Zeitalter des Wassermanns auftauchen werden und für Gott das Gericht vollziehen und den Satan sowie alle jene unterwerfen werden, die anderer Meinung sind. Der Einzige, der Satan unterwirft, ist Jesus und kein Mensch hier auf dieser Erde. Die Kirche erhält in der Bibel nicht den Auftrag, das Königreich Gottes aufzurichten, obwohl verschiedene Gruppen wie die Church Restoration Bewegung, also die Kirchenwiederherstellungsbewegung mit ihren Aposteln und Propheten, auch die Christian Reconstruction, Latter Rain, Kingdom Now, also Königreich Jetzt, Manifest Sons of God, die manifestierten Söhne Gottes, Dominion, Word of Faith, also Wort des Glaubens, die Schulen des positiven Bekenntnisses sowie Vertreter des sozialen Evangeliums es allesamt als die Aufgabe der Kirche betrachten, das Reich Christi für seine Wiederkunft vorzubereiten. Vor seiner Geißelung sprach Jesus zu Pilatus, Zitat, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt.« Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen. Johannes, Kapitel 18, Vers 36. Der Missionsbefehl ist der Auftrag an die Kirche, Gläubige aus dem Reich dieser Welt herauszurufen und nicht die Reiche dieser Welt für Christus zurückzugewinnen. Genau das, was ich auch schon gesagt hatte. Der Missionsbefehl, also der Befehl an die bibelgläubigen Christen, ist der Auftrag an die Kirche, an den Körper Jesu hier auf dieser Erde, Gläubige aus dem Reich dieser Welt herauszurufen und nicht die Reiche dieser Welt für Christus zurückzugewinnen. Es gibt verschiedene Bibelpassagen, die ich jetzt auswendig nicht alle aufsagen kann, die aber sagen, dass wir herauskommen sollen aus der Welt, dass wir uns separieren sollen von denen, die in der Welt sind. Jesus sagte, wenn ich mich richtig erinnere, wir sollen in der Welt leben, aber nicht von der Welt sein. Es ist nicht unsere Aufgabe, hier das Königreich Christi auf dieser Erde zu errichten. Er wird sein Königreich hier errichten, wenn er wiederkommt. So einfach ist das und alles andere ist satanische Falschlehre, weil natürlich
wie vorher schon gesagt, wir eben dann diese Deifikation haben werden, nach dem Motto, es ist nichts Geringeres damit gemeint als die Gottwerdung des Menschen. Und das wird versucht, uns hier einzubläuen. Und das ist nicht biblisch. Der letzte Teil des Kapitels Multireligiöser Glaube und New Age heißt Täuschungsmanöver. Tja, da geht ja im Grunde das ganze Buch drüber. Wer nicht erkannt hat, dass alle Wege nach Rom führen, der lässt sich ja sowieso täuschen. Der New Age-Beobachter und Autor Roy Livesey ist überzeugt, dass ein Großteil dessen, was man sieht, ein sorgsam ersonnenes Täuschungsmanöver ist, um von den betrügerischen Machenschaften des Jesuitenordens und der Kirche Roms abzulenken. Beispielsweise sieht Livesey Professor Quigleys einflussreiches Buch Tragödie und Hoffnung, das sich mit dem Nachweis weltweiter Verschwörungen befasst, als Teil einer heimlichen Irreführung an, die von dem Antichristen ablenken soll. Roy Livesey, der sich aus der New Age-Bewegung heraus bekehrt hat, schreibt in seinem Buch Understanding the New Age, also das neue Zeitalter verstehen, dass Carol Quigleys verschwörungsorientierte Geschichtsauffassung, die so viele ähnliche Modelle in ihrem Kielwasser nach sich gezogen hat, allen verdächtigen Spuren nachgegangen ist, mit Ausnahme derjenigen seiner eigenen Spur, des jesuitischen Ordens, der doch historisch gesehen als der wahrscheinlichste Übeltäter dasteht. Carol Quigley war ein ganz wichtiger Professor an der jesuitischen Georgetown-Universität, Mentor von Bill Clinton. Und in seinem Buch Tragödie und Hoffnung erscheint das Wort Jesuit, wie oft glaubt ihr, 100-mal, 10-mal, 1-mal oder keinmal? 1363 Seiten, wenn ich mich nicht irre, oder 1663. Einmal erscheint das Wort Jesuit in dem Buch. Ein anderer Geschichtsprofessor, Norman Cohn, schreibt in seinem Buch Freibrief für den Völkermord, dass der Mythos einer jüdischen Weltverschwörung auf einen französischen Jesuiten, Abbé Barruel, zurückgeht. Er war es offenbar, der Jesuit, Abbé Barruel, der diesen Mythos in die Welt gesetzt hat, auf dem die berüchtigten Protokolle aus Zion gegründet waren. Das ist das Thema des zweiten Kapitels des Buches Behind the Dictators, das ich in Englisch, das gibt's ja nicht in Deutsch, auf meinem Kanal gelesen habe. Die Hintergründe der Protokolle der sogenannten Weisen von Zion. Ganz deutlich lege ich in der Lesung klar, noch deutlicher als der Autor Lehmann selber, dass die Protokolle von Zion von den Jesuiten kommen und tatsächlich zurückgehen auf den französischen Jesuitenpater Abbé Barruel. Wenn ihr Englisch könnt, schaut euch das an. Wenn nicht, so Gott will, bekomme ich irgendwann mal eine Übersetzung von dem Buch ins Deutsche. Es ist 75 Seiten, von daher machbar. Aber wie gesagt, jeder, der sich dazu berufen fühlt, jeder, der meint, dass er solche Dinge übersetzen kann aus dem Englischen ins Deutsche, und zwar vernünftig übersetzen kann, wie Andreas das mit der Zusammenfassung von Herrscher des Bösen gemacht hat, den frage ich mir dann zu helfen. Ich bin gerne bereit, wenn ich das Buch in den Händen habe, es dann für euch in Deutsch vorzulesen und zu besprechen, wie ich das mit anderen Büchern, unter anderem diesen hier, tue und getan habe. Der Papst hat gute Voraussetzungen, als geistlicher Führer der New Age-Bewegung in Erscheinung zu treten, die parallel zum Jahrzehnt der Evangelisation ihre Ziele absteckt für das Jahr 2000, den Beginn des Wassermann-Zeitalters oder Zeitalter des Geistes. Wie der Vatikan hat auch die New Age-Bewegung enge Verbindungen mit mächtigen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der UNESCO, dem Weltkirchenrat, dem Club of Rome, der Trilateralen Kommission, den CFR füge ich immer noch zu, Council on Foreign Relations, der Bilderberg-Gruppe und den Freimaurern.
Andere Organisationen und Bewegungen mit politischen Programmen wie die Umweltschützer, also Greenpeace, und die vielen verschiedenen Friedens- und Abrüstungsgruppen, denk mal an zum Beispiel Amnesty International, dienen ebenfalls als Nebelschleier, hinter dem die Welteinheitsregierung und Welteinheitsreligion Gestalt annehmen. Wie wir in diesem Buch bereits ausführten, findet Maria, die Mutter und jungfräulige Königin, nahezu weltweiten Anklang. Sie spielt bereits jetzt eine gewichtige Rolle in der Zusammenführung zu einer Welteinheitsreligion und hat gewiss auch für die New Age-Anhänger ihre Anziehungskraft. Ja, unter der Form von Gaia. Sie wird bereitwillig mit Mutter Erde gleichgesetzt, mit der Schöpfung aus der Sicht des Menschen und mit der heidnischen Erdgöttin Gaia. Ihre Erscheinungen von Medjugorje seit 1981 werden von Benjamin Creams Tara-Zentrum als Zeichen gewertet, dass Maitreya der Christus in diese Welt gekommen ist, der von der New Age-Autorin Elizabeth Clare Prophet in ihrem Buch Mutter Marias New Age-Lehre und der Rosenkranz angekündigt worden war. Und damit endet das 8. Kapitel aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom, multireligiöser Glaube und New Age. So, ich habe heute mal erst Deutsch gelesen und werde danach das Englische lesen und jetzt probieren die zwei irgendwie in Einklang in der Länge zu bringen, also knapp 50 Minuten. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt dabei und bleibt dem Buch folgen. Es gibt so viele Bücher, die man lesen könnte, die man lesen müsste. Darüber sollte man eins nicht vergessen. Die Bibel, das wichtigste aller Bücher, das einzig wirklich wahre Buch. Bücher wie Alle Wege führen nach Rom können uns nur helfen, den Betrug in dieser Welt zu erkennen, wenn wir die Bibel daneben halten. Es gibt kein wichtigeres Buch als die Heilige Schrift, die Gebrauchsanweisung, die Gott uns auf die Herzen drückt, die wir gebrauchen sollen für dieses Leben. Messt alles, was ihr in dieser Welt lest, hört, seht, spürt, an der einzigen Wahrheit, die da ist, das Wort. Am Anfang war das Wort, und das Wort wurde Fleisch und war mit uns. Jesus Christus, der für uns alle am Kreuz sein Blut vergossen hat, dass wir durch sein Blut die Möglichkeit haben, zum Vater zu kommen. Ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit, und niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus. Es gibt nur einen Weg zu Jesus, und das ist der direkte Weg. Die direkte Beziehung, die ich mit meinem Schöpfer, mit meinem Meister, mit meinem Hohepriester, mit meinem König, mit meinem Herrn habe, ist die Beziehung, die mich zum Vater bringen kann. Dafür brauche ich keinen Priester als Mittler, dafür brauche ich keine Maria als Mittler, dafür brauche ich nur das Wort Gottes, den Glauben an ihn. Und dann habe ich die Gelegenheit, gerettet zu werden aus dieser sündigen Welt in ein sinnfreies, krankheitsfreies, ewiges Leben. Nur durch ihn. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch beschützen und behüten auf all euren Wegen. Juggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den 7., jenen Innozenz den 3., jenen Bonifatius den 8., jenen Alexander den 6., Gregor den 13., Pius den 9. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen,
Ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel. Ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folter. Ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Krieg, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normal gesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes. Und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi Erden hinstellen. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, Rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.